Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Sparkasse Oberhessen in Bad Nauheim. Mein Name ist Bernd Müller und ich bin der Vertriebsbereichsleiter hier. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Vor allen Dingen darf ich ganz besonders willkommen heißen die Klasse 8 der Ernst-Ludwig-Schule oder Klasse 8b, das muss ich dazu sagen. Ja, weil ihr seid die wichtigsten Personen heute, weil ihr seid die Künstler, um die es heute geht. Ich bin ganz begeistert, heute hier die Räume zur Verfügung zu stellen für so ein tolles Objekt. Der Herr Dr. Schwab hat mich seinerzeit angesprochen und mich hat die Idee fasziniert, den Bezug zu Bad Nauheim zu schaffen, zu den Windmühlen, zu den Salinen und zu dem Kunstunterricht. Der Förderverein der Kurstadt Bad Nauheim nimmt diese Ausstellung zum Anlass, noch einmal auf den geschichtlichen Höhepunkt unserer Stadt Bad Nauheim hinzuweisen, auf die Zeit, als Bad Nauheim im 18. Jahrhundert eine der größten, vielleicht sogar die größte Saline in Europa war. Ob das nur Heimatkunde ist oder Ortsgeschichte, vielleicht ist es sogar europäische Industriegeschichte. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, die Salzgewinnung um Bad Nauheim hat eine sehr, sehr lange Tradition und wie ihr wisst, haben bereits im 5. Jahrhundert vor Christus die Kelten im großen Umfang an den Ufern der Usa Salz gewonnen. Aber von dieser Zeit sprechen wir nicht, sondern wir sprechen von der Zeit, in der der Windmühlenturm an der Langen Wand entstanden ist. Zu dieser damaligen Zeit war rund um Bad Nauheim vor 260 Jahren eine der größten Salinen Bad Nauheims entstanden. Bad Nauheim war ein kleines Söderdorf von 700 Einwohnern. Was ist eine Saline? Eine Saline ist eine Industrieanlage, auf der aus Meersalz oder aus Sole Salz gewonnen wird. An den Küsten vom Mittelmeer oder von der Atlantikküste wird das Meerwasser in große Becken geleitet und durch die Hitze der Sonne kristallisiert dann das Salz aus. Im Söderdorf Bad Nauheim war das schwieriger. Da musste das Salz in großen Kesseln gekocht werden, bis das Salz zurückblieb. Dazu waren enorme Mengen an Holz erforderlich. Das führte dazu, dass weite Gebiete um Nauheim herum abgeholzt waren, wie man zum Beispiel auf alten Abbildungen vom Johannisberg erkennen kann. Damit nun der Ankauf des Holzes nicht teurer wurde als der Gewinn aus dem Salz, kam glücklicherweise im Jahr 1720 ein erfindungsreicher Italiener nach Nauheim. Josef Todesco hieß dieser Mann und der hat jetzt statt Stroh in die Quartierbauten Schwarzdorn hineingebaut. Jetzt rieselte das Salzwasser da herunter, verdunstete viel besser, die Sohle war salzhaltiger und man brauchte nicht mehr so viel Feuerholz, um das Salz zu gewinnen. Nun war es jetzt leider so, dass die fleißigen Nauheimer Söder das Salz nicht für sich behalten durften, sondern sie mussten es an die Herren der Saline abgeben. Das waren bis 1736 die Grafen von Hanau. Als der letzte Graf dann gestorben war, ging die Saline an die Landgrafen von Hessen-Kassel über. Die waren viel mächtiger, viel reicher und die gaben sehr, sehr, sehr viel Geld aus für die Erweiterung der Saline und für die Modernisierung. Und dabei half ihnen ein ganz genialer Mann, das war der Jakob Sigismund Weiz von Eschen, später Minister unter Friedrich dem Großen. Und unter seiner Anleitung wurde tatsächlich Bad Nauheim zur größten Saline hier in Europa. Sie reichte vom großen Teich bis hinter zum Schwalheimer Rad. Aus 8 Brunnen wurden auf 27 Gradierbauten, die eine Länge von 3700 Meter hatten, die Sohle hochgepumpt. Das Wasser für 7 Wasserräder kam aus der Usa und aus der Wetter. Diese Wasserräder trieben dann die Pumpen an, um die Sohle auf die Gradierbauten zu pumpen. Wenn die Usa und die Wetter nicht genügend Wasser hatten, dann mussten Reservoire herhalten, um das Wasser zu liefern. Dazu wurde der große Teich angelegt und auch die 3 Waldteiche. Es entstanden 2 mächtige Windmühlen, einer davon der Windmühlenturm an der Langen Wand. Auf der Saline damals waren 6 Siedehäuser und in jedem dieser Siedehäuser waren 20 Pfannen, in denen das Salz gewonnen werden konnte. Und in dieser großen Industrieanlage gelang es dann tatsächlich 5000 Tonnen Salz herzustellen. Zahlreiche Arbeitskräfte von dieser Nauheimer Saline waren notwendig, um die Saline zu betreiben. Das waren die Söder, die Gradierer, die Salzmütter, die Kunstmeister.
Das ist jetzt schön, die Kunstmeister. Wer waren denn die Kunstmeister? Die Kunstmeister waren die Ingenieure, die die Wasserräder, das waren die Wasserkünste, oder die Windräder, das waren die Windkünste betrieben. Ihr könnt also mit Fug und Recht eure Windmühlen dann im wahrsten Sinne des Wortes als Windkünste bezeichnen. Also diese Radierer, Söder, die Schreiner, Schlosser, Fuhrknechte arbeiten vom frühen Morgen bis zum späten Abend an dieser Nauheimer Saline. In den Verwaltungsgebäuden saßen dann noch die Rentmeister, die Gegenschließer, die Buchhalter. Bad Nauheim, oder Nauheim war es damals ja noch, war so berühmt geworden, dass aus ganz Europa die Salinisten, das waren die Salzkundler, hierher kamen. Und einer von ihnen hat damals geschrieben, von allen Salinen in Deutschland ist Nauheim die trefflichste, wegen ihrer zweckmäßigen Einrichtung und der kostbaren Maschinerie. Und zu dieser kostbaren Maschinerie, da gehört noch heute unser Windmühlenturm an der langen Wand. 80 Jahre lang haben sich die Flügel an dem Windmühlenturm gedreht, bis sie dann im Jahre 1824 von einem Sturm zerstört, zertrümmert wurden.